Hallo ihr Lieben, heute gibt es auch noch einen Impuls zum Hören, zum Hinhören und wie wir auch mehr Liebe hier auf der Welt verbreiten können durch jede Einzelne, durch jeden Einzelnen in Form einer neuen Sprache, einer neuen Kommunikation, sagen wir mal so, als wie Sprache. Ja. Und zwar, es geht darum, ich nehme nur ganz einen kleinen Teil heraus von dem Hören, wie wir anderen Menschen zuhören. Und auch immer jemanden was fragen oder in Frage gehen oder an uns wird eine Frage gestellt. Da ist jetzt ein etwas sehr Wesentliches. Das Hören, von dem ich rede, ist in einem sehr hohen Bewusstsein. Das ist sehr, wo man so mit der Aufmerksamkeit beim anderen ist, wo wirklich Interesse hat und erkennt, wenn man die eigenen Meinungen hat, die eigenen Ansichten, dass man das differenziert und dass ich denke, ich fühle, ich abstellt, wenn man, was spricht der andere? Aha, und wenn man nicht der gleichen Meinung ist oder der gleichen Ansicht, der gleichen Werte, dass man beginnt, diese hohe Kommunikationsform wirklich einmal anzuwenden, die Fragen zu stellen. Hey, wie meinst du das? Wie kommst du auf das? Und jetzt kommt der Punkt, es darf immer und muss, nicht darf, um die Liebe hier zu verbreiten, wirklich ehrlich gemeint sein. Das kann man nicht machen. Wer das über einen mentalen Körper nur macht und über den Verstand, das spürt der andere. Es hat nicht den Effekt. Dann kann nämlich auch die Heilenergie, ja, durch diese Anbindung wird ja auch die Sprache anders. Die Frequenz erhöht sich. Es spricht ja aus allem, was du bist, aus deiner Tiefe, aus deinem Zentrum, aus deinem Bauch. Die Frage, sprechen auch von nonverbal, ja. Wirklich, ist es jetzt ganz echt, siehst du den anderen, hörst du den anderen oder geht es ich, meine Ansicht, meine Meinungen, so nehme ich das wahr, ich nehme wahr. Das ist so die, in diesem Ego-Bereich der indirekten Kommunikation, wo so viel interpretiert wird und auch gewisse andere Weisheiten missinterpretiert worden sind. Dieses wahrhaftige Hören ist immer heilend, immer erlösend, bringt ganz neue Lösungen und Möglichkeiten, inspiriert, ohne dass man da oft ganz was, was Intelligentes dahergesprochen hat. Intelligenz sage ich deswegen, weil viele Menschen sich nicht ausdrücken, der anderen zu viel, der anderen zu wenig, um sich zurückzuhalten. Sie meinen, sie haben nichts Wichtiges zu sagen. Doch in der Einfachheit und in der Frequenz der Sprache liegt die Essenz. Die Frequenz ist es, meine Lieben. Das wisst ihr. Ihr wisst genau, was ich meine, wenn ihr wirklich einmal gehört werdet. Es sind oft so Menschen, sagen wir, ich werde nie gehört. Alle reden von ich oder wenn ich eine Frage stelle, kriege ich einen Ratschlag und so weiter. Kriegen Sie mal den Raum und es geschieht nichts, sind Sie total verwirrt und irritiert und wenn dann zwei stillen können, gar nichts sprechen, weil sie nicht gewohnt waren, einen Raum bekommen, der Entfaltung, wo sich etwas aus demjenigen, aus derjenigen heraus entfalten kann, was sie sagen möchte, was sie wirklich sagen kann. Denn diese Kommunikation wird oft so, kommt in so Gewohnheitsfelder hinein, dass auch diejenigen, die gehört werden möchten, auch schon automatisch reagieren mit Aussagen, was sie sehr gewohnt sind, nicht gehört zu werden. Und dann kriegst du den Raum, denke ich, was will ich jetzt wirklich sagen? Ja, oder welche Frage ist es jetzt echt? Ja, ist es mir jetzt wirklich wichtig? Und wenn man Raum bekommt, sich zu entfalten, und das ist auch gut, wenn man den anderen ein bisschen Zeit lässt, eine Pause gibt, ja, nicht sofort push eingreift. Den Mut haben, auch Pausen zu machen, beim Hinhören, im Austausch mit dem anderen. Und das ist so etwas wirklich, das wäre Balsam für diese Welt. Denn es ist so etwas auch wie, es gibt es ja schon ewig, es geht ja auch schon, erkenne dich selbst, das Orakel von Delphi, aber auch vom Sokrates, die Hebammenkunst, wo er sagt, okay, den anderen Frage stellen oder wirklich, aha, wie meinst du das, wie denkst du? Oder so darüber reden und Anführungszeichen, ah, das ist deine Ansicht, also du bist noch gar nicht gesehen. Das ist ganz andere Kommunikation auf einem anderen Level. Und da kann sich so viel ergeben. Und dann kommt dieses Hören dazu, dieses heilende Hören nenne ich das auch. Es gibt das heilende Hören, das Hellhören und so weiter. Wenn wir mal beim heilenden Hören.
wenn ja, jemand wirklich hinhört, es ist dann immer eine Erlösung. Das ist nicht der Inhalt wichtig, was gesprochen wird. Ja, auch das Hören ist was Aktives, ist nicht grundsätzlich passiv, sondern etwas zusammenzufassen, eine Frage zu stellen. Ja. Aktiv, das ist auch innere Haltung, das ist eine Aktivität, du bist mir wichtig. Und meine Ansichten, meine Meinungen, bla bla bla, die können sich hinten anstellen. Hier geht es ja nicht um einen Ego-Kampf, ich, denn das mit diesem Ich ist ein bisschen missverstanden worden. Also steh zu dir selber, sei du selbst, steh zu deinen Bedürfnissen, sag das, was du denkst. Dieses Ich wurde dann, ging es so mehr in diese Anerkennungsebene, in diesen Mangel hinein, den Mangel von Defiziten, zu wenig Liebe, zu wenig Anerkennung. Und dieses Ich wurde in einem höheren Feld, sage ich einmal, höheres Feld passt nicht. Dieses Ich wurde dann einfach angepasst, ja, um den eigenen Befindlichkeiten endlich Ausdruck geben zu können. Auf einer tieferen Ebene der Emotionsenergien ungefiltert, ja, wo eben der Mangel da war, wo man sich immer unterdrückt gefühlt hat bei einer Person gegenüber einer gewissen Situation. Und plötzlich hat man es gelernt, jetzt kannst du sagen, komm, motiviert. Ja? Und dann kommt das heraus aus dem Ego. Ha, und ich, ja, jetzt mag ich nicht, wo das dann so hart klingt, wo das dann völlig in eine andere Richtung geht und andere Menschen dadurch auch verletzt werden und die dann drauf beharren, das habe ich jetzt gelernt, ich stehe jetzt zu mir, meine Bedürfnisse, ich. Ja? Also das ist wirklich Thema verfehlt. Zum Beispiel eine Teilnehmerin, also irgendwann mal jemanden, den ich da auch begleitet habe, der auch viel gelernt, Heilkommunikation und Hellhören und heilendes Hören. Und war dann, und auch die Bedürfnisse, wahre, echte Bedürfnisse, und war in einer Beziehung, in einer Partnerschaft, die sie eigentlich beenden wollte. Hat das aber nicht so in der Form geschafft, mit der Klarheit für sich zu reflektieren, mit dem anderen ins Gespräch zu gehen, um da wirklich das auf einer gesunden Ebene zu lösen, zumindest einmal den ersten Schritt dazu zu machen. Ging dann immer mehr in diese Bedürfnisse hinein. Ja, ich bin mal wichtig, ich Bedürfnisse. Und wir haben gemeinsam was vereinbart, ein schönes Wochenende zu verbringen. Er hat sich da bemüht, er hat gestrahlt, oh toll, und sie hat gesagt, ja, mache ich gerne. Am nächsten Tag ist er dann da gesessen und gesagt, nein, sie geht nicht mit, sie hat keine Lust dazu. Und jetzt, es hat gestern gepasst, heute nicht mehr. Und dem ist das Ganze runtergefallen, voll enttäuscht und war so offen, das Herz war alles so offen. Und sie hat dann so reagiert. Und das ging ein paar Mal immer wieder, diese Ich-Bedürfnisse. Und ja, es kam mir dann auch zu mir, sonst könnte ich es ja nicht erzählen, wo wir dann in ein anderes Gespräch gegangen sind. Und das ist so etwas, wo das missgedeutet worden ist, wo man nicht zu dem eigenen steht, um was es wirklich geht, und dann so etwas hernimmt und sagt, okay, ich muss auf mich schauen, das ist jetzt wichtig, auch Spontanität, jetzt habe ich Lust, jetzt habe ich keine Lust. Das ist sehr ego-basiert. Ja? Es geht wirklich darum, wenn mir der andere wichtig ist und dir was vereinbart, ja, und am nächsten Tag sage ich, naja, jetzt habe ich nicht wirklich so die Motivation, und da, aber sonst, das war's, und der andere freut sich, ja, es geht um diese Freude, und der blüht auf und strahlt, und dann sagst du, ja, ich gehe mit, es geht auch, der andere ist mir wichtig, und diese Freude für jemanden anderen, was du wirklich ernst meinst, wirklich ernst, also keine, bitte sich nichts vormachen, der andere merkt es, der Kosmos merkt es, das universelle Feld, das kollektive Feld, diese auch immer etwas von uns wegdrängen, das spürt, das kommuniziert und spürt die Welt und kommuniziert mit den Energiefeldern hier. Also deswegen ist Selbsterkenntnis durch die Ehrlichkeit, tiefer einzutauchen, wirklich wahrhaftig. Und wenn eben so gewisse Weisheiten oder was man so gehört hat, dazu missbraucht werden, um sich
eben zu etwas zu verstecken, weil man es nicht direkt zum Ausdruck bringen möchte, dass man etwas beenden möchte, die wahre Motivation zum Ausdruck bringt, dann ist das Thema verfehlt. Und es geht darum, wirklich ernst meinen, aus deinem Bauch aus allem, was du bist, ja, sagst, wow, ich habe da andere so eine Freude. Und wenn das nämlich wirklich echt ist, dann kriegst du so viel Freudenergie ab, dass es dich genauso potenziert wie den anderen. Ja? Also das ist dann wirklich auch diese Liebe zu fördern. Und nicht nur ich, ja, das ein bisschen missverstanden worden ist, sondern ich bin mir wichtig und du bist mir wichtig. Und vor allem auch beim Hören, beim Hinhören ist ganz, ganz wesentlich, nicht nur von eigenen Ansichten, von eigenen Meinungen auszugehen. Denn es geht ja, der andere hat andere Ansichten, andere Meinungen. Oder wenn dich jemand um Rat fragt, nicht, ich würde tun. Das ist ganz selten eine Frage, außer fragt, was würdest du tun? Sehr häufig geht es dann, erzählt was, dann, aha, so würde ich, das ist nicht wichtig, check dahinter. Wenn jemand zu dir kommt, es geht dir um ihn, nicht um dich, ja, oder umgekehrt, wenn du wohin gehst, du willst gesehen werden, verstehst du, und nicht, was der andere denkt. Sagst, ah, da, oder ich bin da unsicher, und dann sagt, ja, ich, und empfiehlt es dir vielleicht dann noch, oder formuliert das so, in der dritten Form, dass es als Weisheit rüberkommt und es sind nur doch die eigenen Ansichten, die eigenen Meinungen und Werte. Und das bitte zu differenzieren, um hier wirklich das Miteinander auf einer anderen Ebene zu heben, anders hinzuhören, Fragen zu stellen und die eigenen Meinungen und Werte hinten anstellen, wenn es darum geht, jemanden anderen wahrzunehmen, hinzuschauen, zu hören, um frei zu sein. Denn immer auf dieses alte Programm oder das eigene Programm zurückgreifen, ist es ja gefiltert. Ja? Und das Schöne dran ist, das wirklich Faszinierende dran ist, wirklich voll genial, hören zu beginnen, hören. Du beginnst mehr zu sehen, hinter den Kulissen kann auch sogar passieren, dass du auf einmal das Energiefeld lesen kannst. Ja? Denn die Sprache verändert sich, ja. Deine Fragen, die kommen wirklich aus dem Göttlichen, aus der Tiefe, ja, und helfen anderen, etwas zu gebären, etwas zu sehen, etwas zu erlösen. Oder einfach, weil das Energiefeld dann so hoch ist, gibt es dann irgendwelche Lösungen nach dem Gespräch, die nicht scheinbar nicht unmittelbar zusammenhängen, aber dann irgendwo, wenn ein Thema war in einer Werkstatt oder mit dem Partner, egal was, und jemand hört wirklich zu, aktiv, nicht nur passiv, aktiv, ja, hört wirklich zu, es ist ein Ergebnis da. Es geschieht immer Heilung und Lösung. Immer. Inspiration, Befreiung, etwas fließt von dir ab. Ja? Immer. Das ist so was Wesentliches. Und das ist so einfach. Hören, also ich höre ja eh. Aber ich habe Indikatoren dabei. Und es fließt immer zurück. Das ist nicht mehr in dieser anderen Dimension, wo Opfer, Täter und so weiter, sondern es ist wirklich ganz oben in dieser Schöpfungsenergie, in dieser hohen Dimension, wo das vom Göttlichen fließt, ja, und wo sich zwei im göttlichen Feld austauschen. Und daher hat jeder genug. Niemand braucht Angst haben, dass er da nichts bekommt. Auf den anderen Ebenen unten ist natürlich so, dass oft sehr viel Schöpfungsenergie hineinläuft, die anderen saugen auf, ketten sich vielleicht noch an dich wie Parasiten, nicht absichtlich, sondern weil sie halt dann so sich gut fühlen und du bist dann ganz fertig, dann bist du in einer anderen Ebene und dann ist auch wichtig, Grenzen zu setzen, Stopp zu sagen, dass man sich da nicht aus.